Durch Zufall bin ich auf ein Online-Tool von Adobe gestoßen, das eine echte Revolution bei Sprachaufnahmen bedeuten könnte. Schon einmal was vom Project Shasta gehört? Das kostenlose Online-Tool Project Shasta von Adobe ist ein rein browserbasiertes Tool. Die Oberfläche der Webseite ist sehr einfach gehalten, ein paar Wörter über das Tool, ein Beispiel und einen Bereich, wo man seine eigenen Audiodateien per Drag-and-Drop hochladen und sich dann das Ergebnis anhören und herunterladen kann. Mehr gibt's eigentlich nicht. Das Beispiel klingt nett. Ich wollte allerdings meine eigenen Tests machen. Dazu habe ich einmal hier im Studio eine kurze Aufnahme mit meinem iPhone ohne externen Mikrofon gemacht. Und eine Aufnahme mit meinem Studio-Setup, also mit dem externen Mikrofon VideoMic Go 2 von Rode. Im Garten habe ich dann noch einen dritten Test nur mit dem iPhone gemacht, wobei hier wieder einmal die Lüftung der angrenzenden Firma im Hintergrund läuft. Um die reinen Audiodateien zu bekommen, nehme ich nun die Videos, ziehe sie in mein Videoprojekt und exportiere dann das Projekt als Audio im MP3 oder WAV-Format. Diese Audiodatei ziehe ich dann einfach in die Drag-and-Drop-Sektion auf der Webseite von Project Shasta und warte, bis meine Audio-Tests von der AI verbessert wurden. Danach kann man die verbesserte Version anhören oder gleich herunterladen. Und hier kommt nun der direkte Vergleich. Walle, walle, manche Strecke. Das zum Zwecke Wasser fließe. Um mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Walle, walle, manche Strecke. Das zum Zwecke Wasser fließe. Um mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Walle, walle, manche Strecke. Das zum Zwecke Wasser fließe. Um mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Also ich bin richtig beeindruckt von dem Ergebnis. Aber was denkst du? Danke fürs Zuschauen. Ciao.